Der Kampf gegen die Impfpflicht könnte der wichtigste politische Kampf unserer Generation sein. Karl, der autoritäre Lauterbach, droht mal wieder. Für den Fall des Scheiterns einer Impfpflicht prophezeit er neue Einschränkungen für den Herbst. Wir sollten uns nicht einschüchtern lassen. Der Kampf gegen die Impfpflicht könnte der wichtigste politische Kampf unserer Generation sein. Wenn die Eliten damit durchkommen, sind endgültig alle Dämme hin zu einer alle Rechte des Individuums ausschaltenden kollektivistischen Gesellschaftsordnung gebrochen. Es geht uns Kritikern der Impfpflicht deshalb auch eben nicht nur um die aktuelle Corona-Impfung, sondern darum, wen und was diese Grenzüberschreitung für die Zukunft alles Tür und Tor öffnen könnte. Gute Gründe, uns unsere Selbstbestimmung zu nehmen, dürften den Mächtigen noch viele einfallen. Wo es keine roten Linien mehr gibt, da gibt es auch keine Grenzen mehr für staatliche Zwangsmaßnahmen, politische Willkür und Autokratie. Aber das werden viele Deutsche wohl mal wieder erst dann begreifen, wenn es zu spät ist. Wer immer noch glaubt, dass die Situation der letzten 2 Jahre eine einmalige bleibt, der hat sie noch nicht mal ansatzweise verstanden. Steht auf, Leute, und kämpft für eure Freiheit.